Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz von BVB Freie Wähler. Wir wollen heute den Schwerpunkt natürlich beim Haushalt 2022 setzen. Insofern ist unsere Ankündigung der Vorstellung eines weiteren Antrages, den wir diese Woche einbringen, unter dem Vorbehalt der zeitlichen Verfügbarkeit. Wir würden ihn dann austeilen, falls der drankommt. Natürlich wollen wir den Schwerpunkt aber beim Haushaltsgesetz 2022 setzen, weil wir als BVB Freie Wähler im Gegensatz zur Landesregierung ohne großes Tamtam und Brimborium und sehr fachkundig, sehr tiefgründig, sehr mit großer Ausgewogenheit den Haushalt angeschaut haben, in den letzten Wochen durchgearbeitet haben und auch etwas dem entgegensetzen wollen, was die Landesregierung veranstaltet, nämlich diesen fiskalischen Slalom der letzten Wochen. Mal rein, mal raus. Dann wird versucht, das Einsparen als große Wegmarke darzustellen und zugleich auch wieder das Reinsetzen als große Wegmarke, teilweise von den gleichen Sachverhalten. Und dem wollen wir Sachlichkeit, Durchfinanzierung und auch einen Einsparvorschlag, der am Ende mit einem soliden Einsparergebnis endet, entgegensetzen. Deswegen werden wir als BVB Freie Wähler in die kommenden Haushaltsberatungen der Ausschüsse und dann auch die zweite Lesung des Haushaltes insgesamt 59 Änderungsanträge einbringen. Diese betreffen nahezu alle Einzelpläne oder Einzelplan als Rechnungshof und das Gericht, Verfassungsgericht hat jetzt keinen Änderungsantrag. Ansonsten sind alle Einzelpläne werden dort beleuchtet. Im Strich kommen wir in unseren Vorschlägen auf zusätzliche Ausgaben von etwa 210 Millionen Euro, setzen dem aber auch einen Einsparvorschlag von 270 Millionen Euro entgegen. Das heißt, wir haben unterm Strich Einsparung von gut 60 Millionen Euro, die wir dem Landeshaushaltsgesetzgeber und der Öffentlichkeit offerieren. Warum tun wir das? Weil wir zum einen natürlich Schwerpunkte setzen wollen in Bereichen, die wir für sehr wichtig achten, die Bürger für wichtig achten, zugleich aber auch unserem Anspruch an Sachlichkeit gerecht werden wollen und eben auch Einsparvorschläge, die in diesem Falle unterm Strich mit einem Einsparbetrag von gut 60 Millionen Euro enden, dem entgegensetzen wollen. Wir wollen heute die Schwerpunkte darstellen, die für uns als Fraktion wichtig sind, so die größten Blöcke sozusagen kursorisch anreißen, damit Sie sehen, wo bilden wir diese Schwerpunkte, aber auch, wie gesagt, deutlich verbunden mit dem Hinweis, dass Einsparungen in sogar größerer Größe vorgeschlagen werden. Um hier einen Überblick zu bekommen, wird unser haushaltspolitischer Sprecher Philipp Zeschmann die wichtigsten Punkte darstellen. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich würde da gleich direkt anschließen wollen, die wichtigsten, ich sag mal größeren, gewichtigeren Anträge, die wir stellen wollen, kurz anzureißen. Also einmal wissen Sie ja, dass mit dem Finanzausgleichsgesetz für die Kommunen ein größerer Vorwegabzug vorgenommen werden soll von rund 90 Millionen Euro. Das heißt also, die Verteilmasse, die an die kommunale Ebene geht, gerade in der, ich sage jetzt mal, nach Corona-Krisenzeit und wenn jetzt also die verringerten Einnahmen zum Beispiel aus der Gewerbesteuer dann 2022, 2023 auch in den kommunalen Haushalten durchschlagen, dann wird auch noch der Vorwegabzug erhöht, also die Verteilmasse verringert. Das wollen wir wieder aufheben. Wir stellen also entsprechende Anträge sowohl für die Landkreise als auch die Gemeinden und kreisfreien Städte, dass das nicht erfolgt. Dann natürlich das zweite beitragsfreie Kita-Jahr. Das haben ja alle versprochen, da haben wir auch immer zu gestanden. Das kostet nach unseren Kenntnissen ungefähr 43 Millionen Euro. Die stellen wir zur Verfügung. Wie gesagt, Herr Wieder hat es ja eben schon gesagt, wir haben trotzdem noch ein zusätzliches Einsparvolumen. Dann als nächster Punkt ein Komplex, zusammenhängt aus dem Bereich der Infrastruktur. Sie wissen ja, dass im Brückenbau die Landesregierung nicht in der Lage war, in den letzten Jahren und Jahrzehnten Brückeninstandhaltung und Sanierung auch nur in der Weise hinzukriegen, dass die Zahl der Brücken, die gesperrt werden müssen, die kaputt sind, die nicht mehr voll befahrbar sind, auch abgenommen hätte. Sondern, wie Sie aus meiner kleinen Anfrage vor ein paar Wochen wissen, ist ja die Zahl der Brücken nicht sogar angestiegen und über die nächsten Jahrzehnte kommen noch mal massiv welche dazu. Weswegen wir sagen, das Fahren auf Sicht sozusagen auf Abbruch, dass man weiterhin hinnimmt, dass die Infrastruktur weiter kaputt geht, weiter verfällt, geht nicht. Wir müssen dagegen halten, weswegen wir gesagt haben,
Wir stellen Planungsmittel in Höhe von 20 Millionen ein und dann in den nächsten Jahren mit Verpflichtungsermächtigungen entsprechende größere Finanzvolumina, damit die Brücken wirklich mal schrittweise saniert werden können und nicht immer mehr werden, die kaputt sind und gesperrt werden müssen. Das Gleiche gilt für die Sanierung der Straßen. Sie wissen, dass bei den Landesstraßen das sogenannte grüne Netz gibt. Das sind ja die Straßen, die seit Jahrzehnten zum Teil, ich sag mal, aussortiert worden sind vom Land, die eigentlich auf die kommunale Ebene abgegeben werden sollten und in die kein Cent mehr investiert werden sollte. Die Beschwerden aus der Bevölkerung überall Land auf Land abhäufen sich über quasi unbefahrbare Straßen, weswegen wir hier ähnlich verfahren und auch dort Geld für Planungsmittel einstellen in den Verpflichtungsermächtigungen für die nächsten Jahre. Geld zur Umsetzung. Und das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn wir auch beim Landesbetrieb Straßenwesen das Personal, was die Planung betrifft, aufstocken. Nämlich um 20 Stellen haben wir jetzt mal gerechnet für 1,2 Millionen, damit eben diese Planung auch umgesetzt werden kann. Weil als Antwort auf die kleine Anfrage zum Thema Brückenbau und Sanierung war ja drin, die konnten die geplanten Brücken nicht mal umsetzen, weil die Planungskapazitäten gefehlt haben. Dann noch ein wichtiger Punkt mit den Schulsozialarbeitern und Schulgesundheitsfachkräften. Das sind ja Themen, die schon intensiv diskutiert worden sind. Wir haben auch im letzten Jahr entsprechende Anträge schon gestellt. Wir sind der Ansicht, dass die Schulsozialarbeiter und die Schulgesundheitsfachkräfte in den Schulen wirklich wichtig sind und dass sie nicht wegfallen dürfen, also bei den Schulgesundheitsfachkräften, und dass bei den Schulsozialarbeitern es auch nicht ausreicht, wenn man sich hinstellt und sagt, na ja, wir machen das mal so kursorisch, dass an jeder zweiten Schule ungefähr irgendwie ein Schulsozialarbeiter ist, sondern wir haben jetzt kalkuliert, natürlich mit entsprechenden geringeren Stundenanteilen, dass die Schulsozialarbeiter in jeder Schule in Brandenburg präsent sein können, und haben da den Titel um 4 Millionen erhöht. Was habe ich jetzt noch vergessen? Ach ja, dann gibt es noch den Bereich Brand- und Katastrophenschutz. Da ist es so, dass wir Vorsorge treffen wollen, dass dort wirklich Hilfestellung an die Kommunen geleistet wird. Das Gleiche gilt für sogenannte Großschadenereignisse und Waldbrände. Da ist es ja auch so, dass die Gemeinden und Städte mit ihren freiwilligen Feuerwehren gerade im Sommer bei Waldbränden größerer Art helfen. Und dann immer das Problem haben, dass sie das nicht finanziert kriegen, dass sie keine Erstattung vom Land bekommen, auch gerade wenn Waldflächen gelöscht werden, die dem Land gehören. Und da wollen wir eben Vorsorge treffen. Und deswegen ist das auch nochmal ein wichtiger Schwerpunkt. Wichtig dazu ist noch zu wissen, das hat unser Fraktionsvorsitzender vorhin gesagt, dass wir Einsparvorschläge haben. Es gibt ja sogenannte Personalverstärkungsmittel. Das sind also nicht konkret in Stellen geplante Mittel für zusätzliches Personal, was die Landesregierung noch verfügbar hat und einstellen könnte. Und das ist so, dass diese Personalverstärkungsmittel über sämtliche Ministerien hinweg, also aus dem Einzelplan 20, der die allgemeinen Verfügungen enthält, dass diese in den letzten Jahren immer zwischen 25 und 27 Millionen geplant waren. Jetzt sind geplant, halten Sie sich fest, 297 Millionen. Das ist also eine Verzehnfachung des bisherigen Ansatzes der letzten Jahre. Und da sagen wir natürlich, das ist offensichtlich unrealistisch. Da hat man sich ein großes Polster geschaffen für beliebig viele zusätzliche personelle Einstellungen, weswegen wir diesen Betrag auf die ungefähr 27 Millionen runterkürzen, die es in den letzten Jahren ja auch hatte durchschnittlich. Und daraus natürlich auch einen großen Teil unserer Refinanzierung herstellen. Dazu muss man zusätzlich noch wissen, dass es auch Personalrücklagen in den einzelnen Ressorts zusätzlich zu diesen 297 Millionen gibt, die in Summe über die verschiedenen Ministerien rund 100 Millionen ausmachen. Also von daher ist da, denke ich mal, einiges an Spielraum noch möglich. Und letzter Punkt dazu vielleicht auch noch interessant. Die Landesregierung musste vor kurzem zugestehen, dass die sogenannten Leerstellen, also die Stellen, die sie geschaffen haben, mit viel Geld in den verschiedenen Ministerien, nicht besetzt werden konnten, vom letzten Jahr von etwas über 2.500 auf ungefähr 2.800 Stellen angestiegen. Das heißt also, ich schaffe Stellen, stelle Geld dafür bereit, finde aber am Markt keine Mitarbeiter. Und das macht ja auch nicht wirklich Sinn. Das ist erstmal für mich die kursorische Darstellung. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, wir würden dann im Laufe der kommenden Tage in den Ausschüssen und natürlich gerne auch in kommenden Pressekonferenzen weitere Detailänderungsanträge, die wir alle diese Woche einbringen, teilweise schon eingebracht haben, auch noch vorstellen. Da gibt es einige sehr spezielle Anträge, die auf bestimmte Probleme, die gar nicht so in der öffentlichen Diskussion Beachtung gefunden haben, auch aufmerksam machen. Aber das sollten heute sozusagen die Big Points sein, wo wir also deutlich machen wollen, dass wir über alle Einzelpläne hinweg Vorschläge unterbreiten, um sinnvolle
aber auch maßvolle Erhöhungen vorzunehmen, aber auch einen gut durchdachten und am Ende, wie gesagt, einen polsterschaffenden Einsparvorschlag auch zu unterbreiten. Ich würde vorschlagen, bevor wir zu was anderem gehen, dass Sie natürlich Anfragen zu dem Thema Haushalt stellen. Die erste ungeduldige Meldung habe ich bereits, bitteschön. Dabei war es eine geduldige Meldung. Okay, Herr Zeschmann, die haben ja im Grunde schon zum Teil beantwortet. Einsparvorschläge, also was Sie der Regierung kürzen wollen, war das alles, was Sie da rauskürzen wollen aus den Vorschlägen der Regierung oder beschränkt es sich darauf? Oder also wir haben mehrere Dinge. Also wir haben noch kleinteilige andere Kürzungen drin. Es ist allerdings auch so, wir sind jetzt nicht auf die einzelnen Verwaltungsbudgets. Ich habe ja eben die Personalbudgets der einzelnen Ministerien genannt. Die haben wir auch nicht angegriffen, sondern nur die Gesamtverstärkungsmittel, die über alle Haushalte hinweg vom Einzelplan 20 kommen. Daher sind wir nicht dran gegangen. Das könnte man sich natürlich auch noch vornehmen. Dann gibt es die Verwaltungsbudgets, die in den jeweiligen Ministerien liegen, die haben wir auch jetzt noch nicht angegriffen. Und wir sind auch nicht so weit gegangen, dass wir sagen, wir finden gar keine Kürzungsmöglichkeiten, sondern gehen so, wie das die Koalitionsfraktionen Ende letzter Woche gemacht haben und sagen, wir finanzieren das alles aus der globalen Minderausgabe, weil das ist ja ein hypothetischer Titel. Der muss ja erstmal erbracht werden. Und vor allem, wenn man sieht, dass in der mittelfristigen Finanzplan die globale Minderausgabe in den nächsten Jahren 1,2, 1,3 und 1,5 Milliarden sein soll, dann finde ich das schon an der Grenze zur Belustigung, dass man als Landesregierung bzw. Koalitionsfraktion es nicht schafft, konkrete Deckungsvorschläge in diesem Haushalt zu finden, sondern sozusagen fiktiv sagt, also da muss dann irgendwie global noch mehr eingespart werden in der Haushaltsumsetzung im nächsten Jahr. Es sind reichlich Polster vorhanden, diese Verwaltungsbudgets, die Personalbudgets, Personalverstärkungsmittel, alleine die zusammen sind schon locker über 400 Millionen Euro. Weitere Fragen, bitte schön. Also beschränken Sie sich erstmal auf diese Personalverstärkungsmittel, wenn Sie sagen, Sie haben ja Vorschläge für Einsparungen. Das ist im Wesentlichen der Posten. Das ist der größte Posten. Das ist der größte Posten. Und weil, wie gesagt, es ist ja verzehnfacht worden gegenüber den Haushalten der letzten Jahre. Weitere Fragen? Ich würde sagen, den Antrag werden wir nächste Woche machen. Also dann andere Themen Ihrerseits, bitteschön. Dann ist ja die Frage liegt auf der Hand. Was halten Sie vom Thema Impfpflicht für Pflegekräfte? Und wie bewerten Sie die Situation am Berlinsee? Sie wissen, dass wir uns als Fraktion immer gegen eine Form der Impfpflicht für bestimmte Berufs- oder Personengruppen ausgesprochen haben. Und an dieser Position ändern wir auch nicht. Wir sind der Auffassung, dass, so wie das von Anfang an gesagt wurde, Impfen eine persönliche Entscheidung ist. Wir begrüßen jede Maßnahme, die dazu beiträgt, die Impfquote zu erhöhen. Sie wissen, dass wir uns auch gegen die Schließung der Impfzentren ausgesprochen hatten vor mehreren Monaten, was jetzt wieder in Diskussion ist, weil man niederschwellige Angebote und praktikable Angebote schaffen muss in einer gewissen Strukturiertheit. Diese Angebote können nicht dazu führen, dass wir eine Impfpflicht postulieren, für welche Gruppen auch immer. Und deswegen sind wir der Überzeugung, dass wir mittlerweile mit einer Impfquote von welcher Zahl man auch glauben mag, etwa um die 70% in Deutschland, 70% auf dem richtigen Weg uns befinden. Und bei dieser Entscheidung der Menschen sollte es auch bleiben, insbesondere deshalb, weil wir immer mehr Impfdurchbrüche erleben, auch bei Geimpften. Wir möchten daran erinnern, dass wir von Anfang an eigene Umfeldanalysen der Landesregierung gefordert haben. Gerade jetzt zum Beispiel würde es sich anbieten, genau zu erfassen, inwiefern Impfdurchbrüche auch Geimpfte betreffen, welche Korrelation oder welche auch Kausalität es dort mit anderen Dispositionen gesundheitlicher Art gibt. Das wird nicht getan. Und solange es nicht getan wird, kann nicht darauf basierend weitere Grundrechtseinschränkungen mit Blick auf Weihnachten, was so alles an Fragen kommt, begründet werden und auch keine Impfpflicht und insbesondere nicht die unsägliche Versuche, bestimmten Personengruppen Lohnfortzahlungen zu verwehren, wenn sie in Quarantäne müssen. Das lehnen wir ab. Das ist unsere Position und übrigens unsere konsequente und stringente Position. Herr Sauerbier hat sich gemeldet. Ja, im Licht sieht der Entwurf der neuen Corona-Verordnung, die gestern noch umgesetzt und bearbeitet wurde,
Also Sie wissen, dass wir immer ein großer Anhänger von Angebot von Testkapazitäten waren. Insofern ist das für uns völlig akzeptabel. Allerdings immer mit dem Verbund, jetzt allgemeinere Ausführungen machen dürfend, dass generell Tests kostenlos sein sollten und eigentlich weiterhin hätten bleiben sollen als generelle Aussage. Als allgemeine Aussage auch jenseits dessen, wir reden ja auch von den Tests, die derzeit im sonstigen Leben, in anderen Lebensbereichen zu vollbringen sind oder eben nicht mehr kostenfrei sind. Und ich glaube, das ist ein sehr dramatisches und ein sehr tragisches Beispiel, woran man erkennen kann, warum es wichtig ist, überall Tests auch anzubieten und sie kostenlos anzubieten und in besonders sensiblen Bereichen auch mit einer Testpflicht, nicht Impfpflicht, aber Testpflicht zu arbeiten. Das trifft absolut unsere Zustimmung und ist im Übrigen auch konsequent unsere Linie. Herr Lassie wird Ihnen erklären, warum Sie später anfangen dürfen. Und deswegen auch konsequent unsere Linie seit geraumer Zeit. Was sich im Oberbarnim ereignet, ist eine menschliche Tragödie. Ich beobachte das natürlich sehr nah. Ich kann Ihnen sagen, ich persönlich wohne neben einem Altersheim direkt unmittelbar in Bernau, wo es auch Impfdurchbrüche in enormem Ausmaß gegeben hat. Nicht mit diesem tragischen Ende wie jetzt im Oberbarnim. Erlauben Sie es uns und mir angesichts dieser dramatischen Entwicklung, die Pietät zu besitzen, hier keine explizite Verantwortlichkeit dem Ministerium zuzuschustern, sondern der Sache auszuwerten. Wir sind dort im sehr starken Gespräch mit Pflegern beziehungsweise auch sonstigen Verantwortungsträgern. So wie sich das darstellt, muss es ein größeres Organisationsversagen gegeben haben. Lassen Sie es mich so formulieren, wem das im Endeffekt in der politischen Verantwortung zuzuordnen ist. Ich glaube, das ist der Pietät geschuldet, nicht der richtige Moment, das zu benennen. Nichtsdestotrotz müssen hieraus konzeptionelle Schlussfolgerungen auch für andere Pflegeheime gezogen werden. Und da ist natürlich das Ministerium in der Pflicht. Er wird, hat sich die ganze Zeit gemeldet und ist jetzt erstmal. Nein, Ihr Kollege hat sich gemeldet und er ist, glaube ich. Okay, dann entschuldigen Sie. Ich frage, was Sie von vornherein mit Ihnen erhalten, ob das Problem mit der Pflege nicht tiefer liegt. Mein Kollege Tim Biermann stand gestern. Ich möchte die Kollegen der CDU darauf hinweisen, dass es einen Konsens gibt, dass die Linken überzogen haben, wir überziehen, sie überziehen dürfen, weil es dazwischen einen Puffer gibt. Insofern bitte ich Sie um Geduld, Ihnen wird keine Zeit genommen. Sie werfen ein Thema auf, was natürlich europaweit, bundesweites Problem darstellt. Ich möchte, hätten wir nächste Woche vorgestellt, darauf hinweisen, dass wir mehrere Anträge auch zum Bereich Pflege, zum Pakt für Pflege auch vorgesehen haben, wo wir auch signifikante Mittelansatzerhöhungen vorschlagen. Das zentrale Problem, da braucht man nicht lange herumlavieren, ist die Entlohnung und die gesellschaftliche Wertschätzung, die sich nun mal in einer marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaft völlig zu Recht im Lohn niederschlägt. Das ist einfach so. Und solange wir die Situation haben und solange wir die Situation haben, dass die Zuerkennung von Pflegestufen für pflegebedürftige ältere Bürger so schwierig in diesem Land passiert, sodass dann Familien zuschießen müssen und zwar erhebliche Beträge zuschießen müssen und dann natürlich bei den Kosten für die Pfleger versucht wird zu sparen, solange wir dieses strukturelle Problem haben, werden wir immer wieder auf dieses Problem zurückkehren. Insofern, glaube ich, kann die Aufgabe nur darin bestehen, einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel zu vollziehen dafür, dass es mehr kostet, mehr kosten wird, mehr kosten muss und dementsprechend das Land gut beraten ist in den Möglichkeiten, die es hat. Und diese Änderungsanträge haben wir ebenfalls eingebracht, im Bereich Pakt für Pflege auch mehr zu tun. Ansonsten sehen Sie es nach, dass ich jetzt in 2 Minuten nicht das Pflegeproblem der Bundesrepublik sozusagen darstellen kann. Wie Sie es schildern, ist völlig korrekt. Aber wir müssen natürlich im Haushalt, im Landeshaushalt, unsere Möglichkeiten seriös abbilden, die wir als Fraktion im Landtag haben. Bitte schön. Letzte Frage. Und dann. Die Landesregierung will heute ja die Corona-Verordnung auch aktualisieren, unter anderem Regeln für die Weihnachtsmärkte spezialisieren. Sie haben ja einen guten Draht in die Kommunen. Was erwarten Sie für Regelungen für Weihnachtsmärkte in diesem Jahr? Also Zugangskontrolle, Beschränkung der Teilnehmenden. Wie sollen die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr aussehen? Ich glaube, meine Damen und Herren, dass nach so vielen Monaten der Entbehrung wir gut daran tun,
die Heiligkeit des Festes in einer Form zu würdigen, dass wir den Menschen das zurückgeben, was auch in unserem Kulturkreis einen Weihnachten ausmacht, nämlich Weihnachtsmärkte durchzuführen. Und ich glaube, ich halte nicht sehr viel davon, da irgendwelche 2G-Diskussionen oder so anzuzetteln. Ich glaube, mit einer mit einer Kontrolle im Hinblick auf die Anzahl der Teilnehmer und entsprechende Besucherstromlenkung kann man verfahren. Allerdings eine darüber hinausgehende Komplikation und glaube ich, ist nicht angezeigt, sondern die Menschen verhalten sich sehr bewusst und auch sehr rücksichtsvoll. Die Impfquote steigt weiterhin und so viel Verantwortungsbewusstsein wird man den Menschen zubelegen. Und ehrlich gesagt, Zuckerwatte, Glühwein und anderes mit Maske, ich glaube nicht, dass das praktikabel ist. Und deswegen hat alles auch seine Grenzen, insbesondere wenn es darum geht, dass wir wichtige Ereignisse, die wir in unserem Gebiet, in unserem Bundesland, in unserem Staat feiern und würdigen wollen, auch in der dafür gebührenden Form auch begehen zu können. Wie gesagt, Besucherstromlenkungen, Begrenzung der Teilnehmerzahl, darüber kann man alles reden. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, auch Weihnachtsmärkte, die nämlich die Form des Jahresausklanges ist, die den Menschen auch ans Herz geht, zu regulieren, dann wird dieser Geist des Ganzen genommen und deswegen trifft das nicht auf unsere Zustimmung. Meine Damen und Herren, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke der CDU für ihre Geduld, aber dafür ist sie ja bekannt. Und deswegen danke ich Ihnen und bis demnächst.